Echte Männer treffen sich im Leben, um zu reden. Komm, zeig mal, wo du bist. Komm, wir treffen uns auf jetzt. Ich zieh mich an, schick mal Standort, ich komm dahin, komm. Manuelsen greift an. Komm raus aus deinem Esslingen, komm raus. Komm raus aus deinem Esslingen, Bruder, komm raus. Salam alaikum, Manuelsen hat keine Chance. Alaikum salam. So werde ich dich abstechen, Mann. Ja, Safi, Bruder. Bruder, wenn ich will, ich mach Nordrhein-Westfalen zu. Das wirst du nicht tun. Nein! Yalla, Habub, komm, trau dich. Manuelsen! Imken Tatnika, ihr Wulette, Schabmuta, Wulette. Wach auf, es ist 2018. Heute ist ein besonderer Tag, weil ich weiß genau, was ihr denkt. Bruder, ich fick dieses Jahr. 2024 und so weiter. Bruder, scheiß Jahre. 2018, 19, 20, das waren noch gute Tage. Wo sind wir hier gelandet, Bruder? Damals gab es auch noch kein Rohat und so. Wir hatten noch alle Spaß. Aber in diesem Video nehme ich euch mit auf eine Reise. Und zwar in die Vergangenheit. Das erste, was ich mache, ist 2018 und 19 ohne Facecam. Brandneue Videos. Ich mache Scammer, wird gescammt. Dann 2020 mit 21. Nussknackermaske. Und dann 2022, 23 mit meiner hässlichen Fresse. Obwohl ich mich da noch gar nicht geleakt habe, aber das ergibt Sinn. Genießt das. Macht eure Augen zu. Stellt euch noch vor, alles war noch wie früher. Ich ficke 2024, okay? Viel Spaß. Wir fangen an mit 2018. Wo sind meine Mitarbeiter? Kommt sofort arbeiten, Land! Oh, yo, da seid ihr! Du Schwanz, wo bist du? Komm her jetzt, du Schwanz! Oh nein! Der nächste, der mir über den Weg von euch läuft, ich schwör auf Koran, der kriegt mich nicht. Bitte dir, Bruder, bitte schön, bitte dir. Bruder, Chef ruft an, ich muss losgehen, Jalla! Ja, Bruder, hast du Bock auf Gero? Was kommt du Wurz, Bruder? Wo bleibst du? Da muss ich ja echt. Ja, voila, voila, das kenn ich gar nicht. Why, yo, Bruder? Hey, hau auf, hier. Safi, ich komm, yalla. Hallo, möchte jemand traden? Hab gute Sachen. Sehr gute sogar. Oh mein Gott, wir haben einen XNG-Zero. Mann, aber der keine Ahnung, ist ganz so gut. Können wir über Epic. Das ist Sass. Er sagt, mein Discord-Spack, der will mich verarschen. Der hat irgendwas vor. Ey, Leute, Spaß beiseite, Bruder. Ich warte seit 2 Stunden. Wisst ihr warum? Ich zeig's euch jetzt. Guck. Bruder, der lädt Update herunter. Schaut euch das mal an. Das dauert Jahre. Aber noch im, der hat aus Toastbrot einen Router gebaut. Das dauert 10 Jahre, Bruder, der Schwanz. Hi, hörst du mich? Ja, ja. Was willst du denn traden? So Waffen oder? Ja, Waffen und so, was wir da haben. Also ich lege einfach jetzt hier, das ist eine 130er. Mhm. Dann habe ich hier noch 130er Rocket Launcher. Dann habe ich eine 144er Sonnenschein Nocturno. Und 130er Donnerwetterbrüste oder so. Die hier? 130er, 130er, ja, okay. Kannst du die droppen? Ja. Was ist das? Brightcore? Was ist das? Brightcore? Drop den Nocturno. Ich will das mal austesten. Darf ich kurz austesten? Ja. Okay. Wir können alles traden, aber für die Nocturno will ich ein bisschen mehr, weil ich hab die sehr hart arbeitet. Ich leg meine Waffen hin, ja? Ja, alles klar. Boah, ich habe jetzt alles hingelegt, was ich so hab. Boah, Digga. Scheiße. Mhm. Ja, was machst du denn? Ich hab nur angeguckt. Leg deine Waffen auch dazu, dann können wir gucken. Warum scammt der mich nicht? Was ist aus dieser Menschheit geworden? Hä? Warum seid ihr korrekter geworden? Warum will der mich nicht scammen? Wieso hat er das Spiel verlassen? Bruder, was drei ist das? Brauchst du Waffen? Ist so ein Mittelding, ich habe nur noch mythische Waffen. Okay, ich leg kurz alles hin, okay? Wie sagst du das LMG so auf? Weil die krasseste ist. Was hast du? Zeig mal deine Sachen. Nur die ganzen im Inventar. Nein, die sind mythisch. Doch, die kann man aber nicht droppen. Wieso kann man die nicht droppen? Weil das die vom Sturmkönig sind, die kannst du nicht droppen. Okay, ich habe noch eine lila, eine 120er Waffe, die bringt aber auch nichts. Ja, aber ich sag dir, diese 130er goldener Sonnenschein Candy Corn, der ist krank. Ich geh mal ganz kurz gucken, ob ich die nicht auch hab. Ja, ich spiele jetzt seit, ich weiß nicht, ein paar Wochen. Okay, weißt du was? Komm mit. Du darfst alles haben, geschenkt. Wieso? Weil du neu bist, Digga. Sicher? Ja, nimm einfach. Nimm einfach alles direkt, bevor da irgendwas verschwindet. Ey, Scammer, warum scammst du meine Sachen, Digga? Ja, ich lass dich spannen. Willst du mich verarschen? Digga, willst du mich verarschen? Wieso scammst du mich? Digga, wieso machst du das? Wieso lass du jetzt auch noch? Willst du mich verarschen? Bruder, ich lass dich spannen, Glück, Alter. Willst du mich verarschen? Wieso machst du das? Ich schick das jetzt dem Support. Mach mal. Ich lass dich spannen, Digga. Warum machst du sowas? Ja, ich hab's auf Clip, mach mal. Willst du mich verarschen? Digga, hast du keine Ehre, du Schwanz? Was? Digga, du bist so eine F***. Gib meine Sachen zurück. Digga, gib meine Sachen zurück! Hallo? Du Dad, gib mir deine scheiß Adresse! Gib mir deine Adresse, du Schwanz! Was zum... Warte mal. Warte mal. Er hat mich wirklich gescammt! Meine Waffen sind weg! Dieser kleine Wichser! Gib meine Sachen zurück!
du Dieb! Er hat mich blockiert! Er hat mich gescammt! Er wurde einfach von Unschuldigen zum Schuldigen. Mit einem Prank. Bitte achtet auf eure Sachen. Hahaha, Videobeweis und die meisten kennen mich. Ja, dann legt doch meine Eier mal rein. Weiter geht's. Ey, Jungs, ihr glaubt mir nicht, wen ich gefunden habe. Ihr glaubt mir nicht, wer mitmacht, Bruder. Es ist niemand Geringeres als der Echte. Der Krasseste in diesem Jahr 2018. 19, Entschuldigung. Es ist Standard Skill! Geil, Alter. Wir sind das OG-Duo. Okay, Bruder, das war peinlich. Kannst du aufhören jetzt, oder? Lama-Power! Bruder, ich fick deine Lama-Power, reicht doch jetzt! Wenn du mehr Kills machst wie ich, bekommst du was aus dem Item-Shop. Oh mein Gott, das habe ich mir schon immer gewünscht. Ich spiele jeden Tag Fortnite. Ja! Okay, weißt du was, Deal? Eine Woche nicht duschen oder Fortnite? Digga, eine Woche nicht duschen. Ich sag dir ehrlich, du hast dich verändert. Du hast dich auch verändert. Bro, damals warst du doch ein richtig geiler Fortnite-Typ, Bro. Die Leute haben auf dich aufgeguckt. So haben die Leute vor dir geguckt. Ja, die haben mir fast einen geblasen. Alter! die haben so gemacht. Ey, darf ich dir einmal nachmachen und du sagst, ob ich das gut nachmache? Ja, okay. Okay, pass auf. Moin Leute, Stratzki am Start und heute glaubt ihr nicht, was passiert ist mit Herrn Lama. Oh mein Gott, wir haben eine neue Tankstelle aufgemacht und boah, das ist unglaublich, ihr müsst dranbleiben. War gut? Ja, und wir gehen ins Hobby Shores runter. Bro, das ist so PC-Spieler wie der Bro. So an, ey. Ich mach auf Maus. Hä, bist du tot? Bro, ich sterbe! Ich sterbe, Bro! Bist du, warum bist du tot? Bro, warum können hier Leute bei dir rein? Du musst abwesen. Warum join hier die ganze Zeit Leute? Wegen dir, Bruder. Nein, das sind deine Freunde, Bro. Ich hab keine Freunde. Ich sehe schon, was du da machst. Das ist krass. Wie? Ist das gut? Ja, unnormal. Call of Duty. Ich spiele für Call of Duty, Bruder. Ich muss immer so dieses aufpassen. Junge, wer spielt Call of Duty, Bro? Wer spielt Fortnite, Bro? Du bist 40 Jahre alt. Wieso spielst du Fortnite? Bro, ich hab keine Waffe. Bro. Er ist schon wieder tot. Ey, Bruder, du spielst jeden Tag dieses Spiel. Ich hab keine Waffe. Wenn ich den jetzt... zwei Leute, ich spiel mit Farmers. Chill, du musst überleben. Kein Problem. Vier. Hä? Spring. Hä? Bro, was machst du da? Ach! Siehst du, wie okay, einfach... Okay, überleb, Bro, überleb. Ich komm hier. Oh mein Gott, ich bin in deren Toilette reingefallen. Okay, ich bin hier safe, Hilfe! Hilfe! Komm! Bro, das ist nicht Call of Duty, das ist Fortnite, ja? Ach so. Ja, komm rein! Ich bin tot. Ja, ich bin tot, Bruder. Man kann ja auch nicht rennen, ne? Man muss so... Hä? Ja, ich bin tot, Bruder. Wo bist du denn? Ich bin hier. Alles gut. Ich bin Oh mein Gott, der hat mich eingepackt in ein Geschenk und hat mich auseinandergenommen, dieser Schwanz. Bro, er hat dich Fullbox, nennt man das. Das ist ein Fullbox Peace Control. Wie? Fullbox? Ist das jetzt neue Taktik von denen? Ja. Das ist sehr, sehr krass, Bro. Fullbox Peace Control. One shot. Digga, was mache ich denn? Ich hab den gleich. Hab ihn. Sehr gut. Das war sehr, sehr gut gewesen als ASTV. Danke. Ich geh rein. Ich hab Eier bekommen. Oh, hilf mir! Er hat mich gepeaceboat! Fick ihn zurück! Er hat dich gepullboxed. Da drinnen. Hä? Kill ihn, Bro. Oh mein Gott. Boah, hast du gesehen, was ich gebaut habe? Ich hab Paradies gebaut hier. Ich muss weg. Hau ab. Oh mein Gott! Du hast mich allein gelassen! Ehrenlos! Hilfe! Chill. Die sind da vorne. Siehst du die? Ja. Ne, die Gegner sind jetzt alle so geworden. Bruder, die sind alle so am Schwitzen. Normale Gegner. Ja. Das sind diese... Hey, was geht? Kommst du mit mir zocken? So. Au, mach ab! Hilfe! Bro, das ist Hacker. Lol, Bro, das war ein Hacker gewesen. Bro, das ist 1-1. Crazy. Bruder, der sieht nicht aus wie ich. Was laberst du, Mann? Junge, guck mal, Pommes frites da drinnen, noch eine schöne Süßgetränk da. Lecker Schmecker, ne? Boah, eigentlich jetzt, wo du es erwähnst. Boah, ich hab schon Bock bekommen. Denkst du, du schaffst einen Kill überhaupt? Also, meine Challenge wäre schon, dass du über vielleicht einen Kill schaffst. Bruder, ich mach einen Kill. Vertrau mir, alles gut. Ich mach einen Kill. Ich sag wirklich, er macht nicht einen Kill. Chill, er wird nicht einen Kill machen. Bruder, was ist ein ekelhafter, Bruder? Wie redest du von oben herab? Bro, was ist denn los mit dir, du Airy, Digga? Ich versteh dich nicht. Was willst du von mir? Du Airy, Schuh auf meinen Kopf. Schuh auf meinen Kopf? Was machst du denn tilted? Ich hab doch gesagt, wir gehen tilted, hä? Bro, ich hab keinen Loot hier, ich muss weg. Scheiße. Bro, tilted ist quatschig. Allahu Akbar, nein! Nein! Komm her! Nein, ich kann nicht, Bro, ich will nur selber wohnen. Ich will nur einen Kill. Okay, was kriege ich, wenn ich einen Kill mache? Bro, den kriegst du aus dem Item Shop. Mann, das ist Kimolem, ich bin nicht mal gelandet. Aber Scheiß Kinder, ihr habt dieses Spiel gefickt. Onkel Abi, ich bin's. Ja, Bro. Bist du tot? Bro, land doch nicht hinter Tower! Ich
nehme die jetzt auseinander! Hä? Hä? Er ist zu mir gelaufen! Jetzt reicht's. Hä? Boah, dieser Pisser da hinten im Haus! Dieser Peach, er kommt! Du bist tot! Ja, alles gut. Hau rein, Bro. Viel Glück, du schaffst das. Sick at him! Haha, weg hier! Damals warst du für mich der große ASTV, der krasseste Fortnite-Spieler in Deutschland mit, so weißt du? Oh mein Gott, ich sterbe! Weißt du was, du hast meinen Kopf gefickt, Stani. Ich bin hier raus. Wenn du jetzt verreckst, bin ich raus. Nee, du respawnst doch gleich. Auf gar keinen Fall! Achso, komm zu Dings hier, zum Automaten. Hau rein, Bruder! Hau rein, Bruder! Du bist gefickt. So, das war's. Hau rein, Stani. Du hast mir mein Leben, mein Ende gebracht. Du hast nicht mal einen Kill gemacht. Fick dich, hast du verstanden? Fick dich, Stani. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, du Heidi, ja Uschach, ja Mütjes. Wart ab, wart ab. So, und zu guter Letzt treffen wir den größten Schwanz im Internet als Finale. Es ist Cymex. Willst du auch mal was sagen, du Eiri? Was willst du von meinen Eiern? Dass wir beide jetzt mal reden können, das wurde Zeit. Warte, ich steig ein in ein Auto. Erzähl mal, wie geht's dir? Was machst du so in deinem Leben? Bruder, ich verkünde jetzt was in deinem Video. Ja? Ich werde einfach nächsten Monat nach Südamerika auswandern. Leben genießen. Also hat sich schon einiges getan und so. Bruder, da sterben die ganze Zeit Menschen. Ich habe diese ganzen Videos gesehen, Bruder. Da kommt Kartell, die hauen dich tot. Was für Urlaub, Leben genießen. Ich habe in Mexiko Schutz vom Kartell. Mehr will ich nicht sagen. Safi, Bruder, der ist Escobar geworden. Boah, wie der ist... Hä? Bruder, du hast so getan, als ob jemand Corona hat, dass der stirbt. Du hast Kacke geworfen, Bruder. 500 Euro Turnier gefaked. Was für Kartellrücken. Mit was der kommt? Bruder, warte einfach ab. Ja, Safi, Bruder. Kommen dann auch 70 Schüsse aus dem G-Waggon. Das waren 70 Schüsse aus dem G-Waggon. Nein, schau mal, ich will nicht zu viel sagen, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen geplant. So. Ah, okay. Okay. Viele wissen schon, wie damals ich mit Cymex zu sprechen war, Bruder. Wir waren größten Feinde. Der Asi-Army, du kleiner Bastard, Alter. Der war mein größter Feind. Ich war Batman, der war Joker. Wie hat das aber angefangen? Boah, wie hat das angefangen? Weißt du noch, dieser Ein-Monats-Stream, wo ich gemacht habe, wo ich für jeden Abonnenten mit Hammer auf meinen Monitor geschlagen habe und du zum ersten Mal in meinem Stream warst und ich mich so richtig gefreut habe, weil du zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 40.000 Abonnenten hattest? Kannst du dich erinnern? Ich glaube schon. Du hast da irgendwo rumgehämmert wie ein Verrückter. Dann hat das angefangen mit diesen Turnieren und so. Dann haben deine damaligen YouTube-Kollegen so gesagt, ja, mach mal ein Video gegen den und so. Und dann hat das alles angefangen. Wir haben uns gegenseitig beleidigt, richtig reingesteigert. Ab da war schon dieses so, man hatte immer Probleme miteinander. War aber eine Zeit lang so alles ruhig. Man hatte nicht mehr so viel Kontakt. Und dann 2020 kam dieses legendäre 1v1, weißt du noch? Ey, sei mal ehrlich, du hast ja so gesagt, ja, Cymex, ich gehe in Turniere rein, in Ligen und so weiter. Du hast ja richtig diese E-Sport-Filme gemacht, weißt du noch? Ja. Okay. Du warst richtig in diese E-Sport-Filme drin und dann hast du ja diesen Kampf gegen mich gehabt. Das war ja etwas Besonderes. Es ging ja irgendwo um Ehre, wenn man das so sagen darf, ne? Ja, Bruder, das ging mies um Ehre. Bruder, ich schwöre, ich habe so gezittert. So! Ich habe dich aber auch übertrieben unterschätzt und ich war mir irgendwie sicher, dass Adrian gespielt hat, aber du hast schon selber gespielt, ne? Sag mal ganz ehrlich, jetzt kannst du sagen, Bruder. Wallabilla, ich soll jetzt draufgehen, Bruder. Ich soll jetzt sterben, wenn ich nicht gespielt habe. Aber bei mir war eh schon immer so, seit klein auf, ich habe eher so FIFA gezockt, anstatt so Ballerspiele und so. Und das lag mir nie so wirklich. Halt mal deine Fresse, ja. Bruder. Dann würdest du nicht diese Videos machen mit, ja, hier E-Sport, oh mein Gott, ich melde mich an. Cymex Army, wir sind jetzt am Start, Bruder. Was war das? Wie war das Gefühl, als du hast ja diese Videos davor gemacht, diese, ja, wir ziehen jetzt durch, ich bin die krassen Fortnite. Und dann hast du gegen mich ein 1 gegen 1 gehabt und hast dieses 1 gegen 1 gegen mich, der noch nie gesagt hat, ich mache Turniere, dies, das, verloren. Mhm. Wie war das, als du dann die Lobby verlassen hast? Bruder, viermal gegen Wand gefahren. Was soll ich dir sagen? War nicht das erste Mal, dass ich mich blamiert habe. Weißt du, wie ich meine? Ja. Dann dachte ich mir schon so, okay, Bruder, reicht jetzt mit dieser E-Sport-Karriere. Ja, aber wie ist es dann eigentlich dazu gekommen? Weil das fragen mich auch immer viele Leute in meinen Livestreams, dass ich dann in deinem Abo-Special war. Also ich glaube, alle hätten mit allem gerechnet, aber nicht, dass ich bzw. wir uns persönlich sehen. Ich war dabei, meinen Film zu drehen und ich wollte so viele YouTuber und Streamer da drin haben, wie es geht. Weil das habe ich damals bei anderen YouTubern gesehen, ja. Diese ganzen anderen, was war das, YTT und so. Die hatten das auch immer gemacht.
gemacht. Und Bruder, ich dachte mir, einer fehlt. Irgendjemand fehlt da drin. Hab ich so nachgedacht, eigentlich muss es doch Cymex sein. Warum? Mein größter Feind hat nur Scheiße gebaut. Wir haben uns gehasst, wie sonst was. Der muss dabei sein. Und dann habe ich so nachgedacht, weißt du was, ich schreibe ihn jetzt einfach mal an. Weil was passiert ist, ist passiert damals. Ja, nee, war jetzt auch nicht so krass, wenn man so überlegt, Bruder. Wir haben uns gestritten wegen Fortnite, Bruder. Wegen des Controllers. Ja, wie nicht. Kinder. Wie Kinder, Bruder. Wie kleine Kinder, Bruder. Kleine Pisser. Sag mal den Leuten, wie hast du reagiert, als ich gesagt habe, ich möchte dich drin haben? Ich dachte, du prankst mich jetzt oder so. Ich war die ganze Zeit so paranoid. Ich habe die ganze Zeit gesagt, so, aber schwör mal, du verarschst mich nicht. Schwör mal, ich fahre nicht wegen einem Prank nach Frankfurt. Ich habe das gar nicht geglaubt, weißt du? Stell dir vor, du wirst ankommen, da kommen so 5, 6 Kerex, die hauen dich kaputt. Und die so, was war das? Hast du das im Kopf gehabt? Sei ehrlich. Ja, du musstest mich richtig überreden, weißt du, nicht mehr. Ich war. Ich habe anfangs gesagt, ich will dich und so. Ich hatte richtig Angst. Man hat zusammen, darf ich das erzählen mit diesem letzten Abend? Ja, ja. Nein. Bist du verrückt? Was in diesem Raum passiert, bleibt im Raum. Für mich war alles entspannt. Ja. Und er war auch extrem gastfreundlich. Würdest du für 2 Millionen Euro Schwanz lutschen? So eine Stunde? Ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht. Keiner weiß das. 2 Millionen, du kriegst direkt Bank Cash auf Konto, Bruder. Aber das ist das Ding von Drachenlord. Nee. Wenn so schöner... Nein. Bruder, das überhaupt darüber nachdenke. Ja, hör auf, Mann. Du musst überlegen, dauert nur eine Stunde mit ihm. Ich glaube, bei wem anders, ja, aber Drachenlord, nein. Haut rein, lasst ein Dislike da und ein D-Abo. Puh.